In diesem Video machen wir einen leckeren Kuchen aus Butterkeksen und Schokolade, der ohne Backen auskommt. Dafür nimmst du als erstes einmal die Butterkekse und zerbröselst sie etwas, um sie dann in eine etwas größere Schale zu geben. So wie du hier sehen kannst, sie sollten jetzt nicht zu klein zerbröselt werden, aber eben auch nicht mehr zu groß sein. Danach nehmen wir uns dann einen Topf. Hier geben wir als erstes einmal die Milch hinein. Dann kommt noch der Backkakao mit dazu, sowie der Zucker. Und dann verrühren wir alles erst einmal miteinander, bis eine richtig schön glatte Masse daraus entstanden ist. Die geben wir dann einmal auf den Herd und sollten sie einmal aufkochen und für ein paar Minuten vor sich hin köcheln lassen. Danach können wir sie dann wieder vom Herd nehmen, hier die Butter noch mit dazugeben, sowie die Schokolade. Das Ganze rühren wir jetzt hier ein und dadurch, dass es eben auf dem Herd erhitzt wurde, sollte die Butter und die Schokolade dann hier drin einmal komplett schmelzen. Und dann können wir die auch schon mit zu den Butterkeksen geben. Da füllen wir einfach die gesamte Masse einmal hinein und verrühren danach dann alles schön miteinander, bis wirklich die ganzen Butterkekse komplett mit dieser Mischung auch benetzt sind. Danach kannst du dann schon mal eine Springform vorbereiten. Ich habe jetzt hier eine 20 cm Springform genommen, einmal Backpapier auf den Boden gelegt und hier kommen dann die kompletten Butterkekse mit dieser Schokomischung einmal rein. Und das Ganze wird dann richtig schön rangedrückt am Boden, sodass hier wirklich keine Lücke mehr vorhanden ist und alles richtig schön in der Springform gelandet ist. Dann kümmern wir uns einmal um die Ganache. Dafür nehmen wir dann die Sahne, geben sie ebenfalls in einen Topf. Das Ganze kommt dann auch einmal auf den Herd und sollte dann hier einmal aufkochen. Achte auf jeden Fall darauf, dass du ständig rührst, damit dir das Ganze nicht anbrennt. Und sobald es einmal kocht, kannst du es dann auch schon wieder vom Herd nehmen und auch hier dann noch die Schokolade mit reingeben. Auch einmal alles schön einrühren, die sollte dann auch einmal komplett schmelzen. Wenn diese dann komplett geschmolzen ist, kommt sie ebenfalls noch mit auf den Kuchen. Das Ganze kannst du dann einmal etwas hin und her schütteln, damit es sich auch gleichmäßig überall verteilt. Und danach sollte der Kuchen in den Kühlschrank, am besten mindestens 6 Stunden. Und danach sieht er dann so aus und kann auch schon direkt gegessen werden. Er ist wirklich unglaublich lecker, super schokoladig und sollte auf jeden Fall jedem schmecken, der gerne Schokolade isst. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, wie dir dieser leckere Kuchen geschmeckt hat. Und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Rezept mehr verpasst.